Hallo und herzlich willkommen auf der Mein Schiff 2 von TUI Cruises. Wir zeigen euch heute die Restaurants und Bars auf diesem tollen Schiff. Und davon gibt es wirklich einige. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Wir zeigen euch heute nur die Einrichtungen, die auch für alle Gäste zugänglich sind. Einrichtungen im Suitenbereich lassen wir außen vor. Wir fangen an mit einem Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz oben am Heck auf Deck 15. Die hohe Luftbar. Hier erhaltet ihr das komplette Bordgetränkeangebot in luftiger Höhe mit toller Aussicht. Und nein, der Champagner ist nicht inklusive. Und hier sehen wir schon die nächste Location, Deck 14, Außenalster, Bar und Grill. Hier erhaltet ihr neben dem vielfältigen Getränkeangebot eine Auswahl an kalten und warmen Speisen. Wir springen zum vorderen Teil des Schiffs, hier ebenfalls Deck 14, die Überschaubar. Wir verlassen Deck 14 und gehen auf Deck 12, dort hinten links, zur Unverzichtbar. Diese Bar ist in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte befindet sich in Richtung Hauptpool und die andere in Richtung Lagune, dem kleinen Pool. Und auf der anderen Seite des Pooldecks, genau hier, befindet sich die Eisbar. Hier gibt's Eis auf die Hand und Eisbecher à la carte oder als Eigenkreation. Im Bereich der Lagune, hier hinten im Eck, befindet sich die Bosporus Snackbar. Döner, Kebab, Falafel und Pommes für alle. Wir gehen jetzt in den Innenbereich, zunächst zur Backstube. Hier erhaltet ihr frisch gebackene Brötchen, Brot, süßes Gebäck, Sandwiches, Paninis und Kuchen. Von der Backstube aus gelangt ihr dann direkt in das große Buffet-Restaurant, dem Ankelmannsplatz. Das Restaurant hat den ganzen Tag geöffnet und geht ununterbrochen vom Frühstücks ins Mittags- bis hin zum Abendbuffet über. Geht man hier jetzt auf der Backbordseite bis zum Heck, gelangt man zum Buffetbereich des Fischmarktes, dem Restaurant für Seafood-Liebhaber. Und über den Zugang von der Steuerbordseite kommt ihr in den à la carte Bereich des Fischmarktes. Auf beiden Seiten gelangt ihr dann auch zum Außendeck, wo ihr euer Essen auch an der frischen Luft genießen könnt. Wir springen nochmals zum vorderen Bereich des Schiffs, sind aber immer noch auf Deck 12, der Ruhepol. Ein entspannter Rückzugsort mit tollem Panorama und großem Getränkeangebot. Wir überspringen nun die Kabinendecks und landen direkt auf Deck 5. Den Anfang macht hier Casino und Lounge. Hier erwartet euch eine Casino-Lounge-Atmosphäre mit Spirituosen und Zigarrenservice. Schräg gegenüber könnt ihr bei Musik vom DJ abdancen. Hier öffnet die Abtanzbar ab 22 Uhr bis Open End. Bierliebhaber kommen in der Ebbe- und Flutbar auf ihre Kosten. Verschiedene Fass- und Craft-Biere, Biertasting und dazu passende Speisen könnt ihr hier gegen Aufpreis genießen. Jetzt wird's ganz schön gesund.
Hier erwarten euch mittags und abends ausgewogene und gesunde à la carte Gerichte. Es gibt einen Innen- und Außenbereich. Direkt gegenüber hält das Tag- und Nachtbistro die Stellung. Der Name ist Programm. Das Bistro hat rund um die Uhr geöffnet und hilft euch bei Hunger und Durst, egal zu welcher Zeit. Auch hier könnt ihr drinnen oder draußen sitzen. Kommen wir zur größten Bar des Schiffs, die Schaubar. Ebenfalls mit Innen- und Außenbereich bietet sie euch das vielfältige Getränkeangebot bei Live-Musik. Eine Tanzfläche ist auch vorhanden. Von der Schaubar aus in Richtung Heck gelangt ihr zur großen Freiheit. In diesem Bereich befindet sich die Manufaktur, die euch Verkostungen und Workshops anbietet. Direkt daneben genießt ihr im Cucimaro Ristorante italienisch-mediterran angehauchte Gerichte. Und wenn auf einem Schiff ein Stück Fleisch im Schaufenster hängt, befindet man sich zweifelsfrei im Steakhouse. Hier das Surf and Turf. Das Restaurant besitzt einen Innen- und Außenbereich. Und hier haben wir die Diamantbar, direkt an der imposanten Glasfassade. Die Bar ist rund um die Uhr geöffnet, gegen Aufpreis. Diamantbar und Cucimaro teilen sich diesen Außenbereich. Noch ein Deck tiefer befindet sich das Esszimmer. Gut bürgerliche Gerichte mit spektakulärer Aussicht. Ebenfalls auf Deck 4 das Atlantik Mediterran. À la carte Gerichte und hausgemachte Pasta in mediterranem Ambiente. Und schon sind wir bei der nächsten Bar. Laut TUI Cruises der Kommunikationstreffpunkt Nummer 1, die TUI Bar. In der Galeriebar erhaltet ihr ein umfangreiches Getränkeangebot, umgeben von vielfältigen Kunstwerken, die ihr nebenbei auch noch käuflich erwerben könnt. Noch ein Deck tiefer, wir sind im Rezeptionsbereich auf Deck 3. Hier könnt ihr in der Saftwerft frisch gepresste Säfte, Smoothies und Shakes genießen. Und jetzt kommen wir zum größten à la carte Restaurant auf dem Schiff. Dem Atlantik Classic. Hier könnt ihr morgens frühstücken und euch das abendliche 5-Gänge-Menü selbst zusammenstellen. Und schon sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wir hoffen, euch hat dieser kompakte Überblick gefallen. Nähere Informationen, insbesondere zu Öffnungszeiten und den tatsächlichen Inklusivleistungen, findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.